vorstellen darf. Detective Johnson. Ich habe gehört, dass ihr nach einer Story sucht. Nun, vielleicht habe ich da was für euch. Es war 1936. Er war wieder in der Stadt. Diesmal hatte er es abgesehen auf zwei Kinder. Ein kleiner Junge und ein Mädchen. Geschwister. Doch ich hatte diesmal einen entscheidenden Vorteil. Denn ich wusste genau, wo sie sind. In einem kleinen Waldstück am Rande der Stadt. Ich habe ihm eine Falle aufgestellt, in der er nur noch hineinzutappen brauchte. Doch ich wusste nicht, wann er zuschlagen würde. Ich habe ihn schon gerochen. Seinen dreckigen Schweiß. Und dann. Dann hatte ich ihn soweit. Ich sah schon das Weiß in seinen Augen. Er würde in meine Falle tappen. Und da kam er. Und dann schnappte die Falle zu. Zang! Und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, aber er ist entwischt. Irgendwie hat es dieser Bastard geschafft zu entweichen. Den Jungen hat er mitgenommen. Das Mädchen konnte ich noch retten. Ich musste eine Entscheidung treffen. Einen von beiden musste ich opfern. Für wen hättet ihr euch entschieden, ne? Nun. Diese Story soll nächsten Monat und übernächsten Monat hier in dieser Zeitung erscheinen. Ich bin mir sicher, das ist auch was für euch.